Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute ist wieder Montag, Challenge-Tag. Letzte Woche hat der Stefan mit euch die Challenge ABC-Spiel gemacht. Und heute zeigen der Werner und ich euch eine neue Möglichkeit, in guten inneren Zustand zu kommen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir würden gerne mit euch eine Klopfübung machen. In der Kutscherer-Resonanzmethode haben wir unterschiedliche Klopfübungen und wir würden euch gerne eine Sequenz vom Huna-Klopfen zeigen. Und zwar geht es so, dass jeder etwas klopfen kann, was gerade zu ihm passt. Also ich zum Beispiel bin eher so ein bisschen, naja, ein bisschen lethargisch gerade, ein bisschen müde. Ich könnte so ein bisschen Lebendigkeit oder Tatendrang gebrauchen. Was könntest du gebrauchen? Gerade was die Situation momentan auf der ganzen Welt angeht, und da hat man ja doch ein gewisses Kopfkino. Und das, was man in den Medien so mitbekommt, würde ich für mich eher sagen, Ruhe und Gelassenheit. Okay, und beim Huna-Klopfen ist es immer so, da klopft man einen Satz und also ich würde dann zum Beispiel klopfen, ich bin lebendig und voller Tatendrang. Was würdest du dann klopfen? Ich würde für Ruhe und Gelassenheit klopfen. Und wir könnten da die Skala nutzen. Oh, verkehrt rum. Wir könnten hier die Skala nutzen von 0 bis 10, also wo 0 ganz neutral ist und 10 ganz intensiv, also total stimmt. Wenn du jetzt für dich die Ruhe nimmst, was würdest du sagen, wie viel stimmt denn der Satz schon, wenn du jetzt ruhig und gelassen bist? So 2. 2. 2. Okay, also von mir energiegeladen oder Tatendrang ist jetzt, ich weiß gar nicht, vielleicht bei 1 ungefähr. Okay, und Ziel ist, dass wir das da so hochklopfen. Okay, Gerne. gut. Dann legen wir das mal zur Seite. Und es gibt so. Also, ich klopfe, ich bin lebendig und voller Tatendrang. Und Ich du bin klopfst. ruhig und gelassen. Okay, so ist das. Nehmen wir die Hände zusammen. Ich Ich bin bin ruhig lebendig und und voller gelassen. Tatendrang. Ich Ich kann kann das. das Und und so so ist ist das. das. Einatmen. Ausatmen. Und dann auf der Thymusdrüse klopfen. Dann auf der linken Hand klopfen. Auf der rechten Hand klopfen. Und dann hinten der letzte Halswirbel, der so raussteht, C7 heißt der, da auch nochmal klopfen. Und Hände zusammen. Einatmen, ausatmen. Ich Ich bin bin ruhig lebendig und und voller gelassen. Tatendrang. Ich Ich kann kann das das und und so so ist ist das. das. Was würdest du sagen? Der Skala. Wo bist du? Drei. Drei? Ah, nee, ist meins. Ich bin bei, naja, ja, auch so da irgendwo. So, okay. Ich bin Ich bin lebendig ruhig und und voller gelassen. Tatendrang. Ich Ich kann kann das das und und so so ist ist das. das. Gleich noch mal. Ich Ich bin bin ruhig lebendig und und voller gelassen. Tatendrang. Ich Ich kann kann das das und und so so ist ist das. Was willst du sagen? Ich bin ruhig. Du bist ruhig. Wollen wir nochmal die Skala nehmen? Jetzt kann man mal. Müssen wir nicht dran. Also bei mir ist
sechs, sieben, ja, sieben. Also Schengen noch ein bisschen hinterher. Mhm. Und wollen wir noch einmal klopfen zum Abschluss? Ja, klar. Noch einmal. Ja. Und dann kann ich ja noch weiter klopfen, wenn ich noch nicht oben bin. Okay. Ich bin lebendig und voller Tatendrang. Ich kann das und so ist das. Also ich bin fast oben, ich würde sagen 8. Und du? Mhm. Bist schon fertig? Mal 8. 8 passt auch, ja? Passt noch. Dann lass uns noch hochschieben. Bei 8. Mhm. Letztes Mal dein Klopf mal zu zählen. Mhm. Ganz bestimmt. Mhm. Ich bin lebendig und voller Tatendrang. Ich bin ruhig und gelassen. Ich kann das. Ich kann das. Und so ist das. Schon viel besser, oder? Mhm. Ja. Mhm. Und weißt du, im Laufe des Tages kann man mal klopfen, wenn wir es verlieren, oder? Mhm. Wenn ich wieder müde werde, dann klopfe ich einfach. Mhm. Und du? Wenn irgendwas auf den Keks geht oder gerade das, was in den Medien einfach so abläuft und die Situation, die jetzt gerade nicht so prickelnd ist, dann mache ich das auch, dann klopfe ich auch. Mhm. Oder wenn wir so genervt sind zwischendrin. Mhm. Und okay. Dann ohne Kamera. Genau, ohne Kamera. Und ihr dürft jetzt auch klopfen ohne Kamera. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem, ja, bei der Sequenz Huna-Klopfen. Das ist ein Teil davon, von der ganzen kompletten Huna-Übung. Und könnt ihr es super machen, wenn ihr gerade mal den Zustand verliert oder wenn ihr gerade einfach irgendwas braucht. Entweder Ruhe und Gelassenheit oder Lebendigkeit und Tatendrang oder was ganz anderes. Und schnell gemacht, schnell geklopft und viel Spaß dabei. Bis nächste Woche, dann wird ein anderer Lehrtrainer oder eine andere Lehrtrainerin vom Institut Kutscherer euch eine Intervention vorstellen. Und natürlich könnt ihr wieder in die Kommentare unten reinschreiben, wie es euch so gegangen ist oder welche Sätze ihr geklopft habt. Oder so wie letzte Woche beim Stefan einfach eine private Mail schreiben. Bis dahin und tschüss. Macht's gut. Tschüss.